so happy, 'cause today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke all mirrors, Sunday mornings, every day. Wir haben versucht, ein Stück zu schreiben über Erinnerungen, über die Verortung von eigentlich jedem Menschen und wie diese Menschen sich in der Geschichte einer Stadt, aber auch in der Geschichte von der Welt oder aber auch in ihrer persönlichen Geschichte verorten. Also was hat diese Geschichte mit meinem Leben zu tun und wie beeinflusst sie mich? Du hast ein paar so wichtige Situationen vergessen, die ich gehütet habe, damit sie sich nicht abnutzen. Und als ich den richtigen Moment gefunden habe, sie mit dir zu teilen, hast du gesagt, du erinnerst dich nicht daran. Dafür haben wir eine Form gewählt, die über das gesprochene Wort hinausgeht. Also ein Schauspiel und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit des anderen Ausdrucks, was nicht Tanz ist. Sie hätte mir auf den Boden geblutet, Dida. Ich hätte mit dem Fuß auf diesen dummen Schädel eingetreten und ich hätte nicht aufgehört. Ich versuche, die Schauspieler flexibel und entscheidungstreffend zu fördern oder ihnen das beizubringen, dass sie sich noch über das gesprochene Wort hinaus ausdrücken können. Philipp, zieh dir deine Hand an! Philipp, zieh dir deine Hand an! Vielleicht ist sie ja wie hier so gewachsen! Der Versuch ist so ein bisschen, Räume zu öffnen und eine Sprache zu öffnen und Möglichkeiten zu erschaffen, die dem Zuschauer die Möglichkeit geben soll, Fragen zu stellen. Und die Eindeutigkeit oder Uneindeutigkeit und Fragilität von Beziehungen noch mal neu zu überprüfen und zu untersuchen. Als wir zusammen waren, hatte ich das starke Gefühl, dass wir zusammen sind. Ich dachte, wir zwei, wir sind jetzt zusammen. Das macht irgendwie Sinn, dass ausgerechnet wir beide jetzt zusammen sind. Es geht um Veränderung und es geht um die Bedeutung von Veränderung. Was verändern wir? Warum? Wo können wir verändern? Warum stagnieren wir? Und Stagnation ist ein ganz wichtiges Wort für diesen Abend, weil der die ganze Zeit stagniert. Aber die Schauspieler hören nicht auf zu kämpfen. Ich glaube daran, dass wenn man nicht aufhört zu kämpfen, nicht aufhört zu arbeiten, nicht aufhört, Dinge zu hinterfragen und zu verändern, dass die Welt ein bisschen besser sein kann. Yeah.